Willkommen zurück, weiter geht es. Final Fantasy VII Remake mit Cloud, mit Tifa und mit, ich habe einen Oberarm wie ein Baum, Barrett, das ist ein neuer Spitzname. Irgendwie komisch, dass niemand versucht, uns aufzuhalten. Ja. In Midgar wird alles von Shinra überwacht. Und bemerkt hat man uns garantiert. Hm? Warum hast du denn nicht eher was gesagt? Hätte doch nichts geändert. Wir wussten, dass das ein Drahtseilakt wird. Jetzt balancieren wir weiter. Augen zu und durch. Nicht runtergucken. Guter Rat. Okay. Es sieht hier alles super safe aus. Und so, also es ist sicher hier. Wir können, wir haben Geländer, wir haben Leitern. Wir haben alles da, was wir brauchen. Gleich sind wir da. Und nebenbei, bisher macht es... Was ist? Nichts. Aber so langsam wird's ernst. Ich ja. Bin nervöser als erwartet. Diese Nervosität werde ich auch nicht lassen. Aber ich glaube, es macht überhaupt nichts, Monsieur Croissant, dass du das Original nicht kennst. Weil das wird hier schon ziemlich... Also es gibt so ziemlich ausschweifende Sachen hier. Die finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. So, wir bekommen die ganze Zeit diese Mogri-Dinger. Schlüsselgegenstände, 11 Stück. Eine Medaille in der Abbild... in der das Abbild eines Mogri eingraviert wurde. Ein begehrtes Sammlerstück, es könnte sich lohnen, mehr davon einzusammeln. Okay. Wozu auch immer. Warum ich sage, dass es nichts ausmacht, ist halt eben wirklich, man hat hier, die haben halt eben, das gesamte Spiel ist eigentlich, also der Teil, den Square Enix genannt hat, ist eigentlich, wenn man das Spiel schon zigmal durchgespielt hat, so wie ich, ist in locker 2,5 bis 4 Stunden, wenn man sich Zeit lässt, spielbar. Gnade! Cloud? Wo sind Jesse und Wedge? Erzähl. Angeblich sind ein paar Kriminelle vom Zug gesprungen, haben Shinra auf Trab gehalten. Hier ging es dafür umso ruhiger zu. So konnte ich in Ruhe den Weg zum Reaktor auftun. Hey, 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 Biggs! Ich wusste auf dich, es verlass! Wo sind die anderen? Biggs? Also Jesse wurde verletzt. Oh nein. Klappert munter wie immer. Alles gut. Danke fürs Einspringen. Nun, ciao. War jedenfalls eine gute Idee, den Zug nach Sektor 4 zu nehmen. Der Großteil des Wachpersonals ist jetzt dort. Und ihr könnt euch in Ruhe um Reaktor 5 kümmern. Bisschen schwer zu erklären, aber hier hinter liegt das gute Stück schon. Einen engeren Gang hast du wohl nicht gefunden, was? Auch noch Sonderwünsche. Und hier sind die Seilwinden, wie besprochen. Na? Du hast wirklich ganze Arbeit geleistet, mein Junge. Wir sehen uns später, okay? Logo. Legt mal eure Seilwinden an. Macht sie ordentlich fest, damit ihr sie nicht verliert. Am Ende unserer Mission seilen wir uns mit denen nach unten ab. Wir schaffen das. Natürlich. Wo war ich stehen geblieben mit dem Original? Achso, genau, der gesamte Midgar-Teil. Also das gesamte Spiel geht nur in Midgar. Ist normalerweise im Original innerhalb von 3 bis 4 Stunden locker machbar. Und ich muss wieder also, die Klappe halten. Noch ein bisschen. Weiter nach links! Und zwar zack, zack! Wir brauchen mehr Licht! Herr Direktor, dürfte ich an die Krawatte? Beeilt euch, ihr Trottel! Gleicher Aufbau wie im letzten Reaktor? Ja.
Sind fast am Reaktorkern. Dann los. Jo. Und wenn ich bedenke, dass Square Enix gesagt hat, man kann hier locker 50, also bis zu 50 Stunden drin verbringen, ist das ziemlich krass, weil selbst Final Fantasy VII, also das Original, lässt sich in etwa 40 bis 50 Stunden, wenn man alles mitnimmt, so in 100 Stunden durchspielen. Und das sagt eigentlich, also es zeigt, wie immens und wie geht's jetzt weiter? Dieses eine Chapter hier durchgezogen wird. Oh, ah. Wie praktisch. Alter, vor Coolness. Brüll noch lauter. Das war steiler, als ich dachte. Ja, definitiv. So, aha. Seht ihr mal, Kiste. Gleich mitnehmen. Oh, und ganz vergessen, Barrett hat eine neue Waffe bekommen. Die wollen wir ihm doch gleich mal ansetzen. So, jetzt muss nur gucken. 3, 2, okay. Das ist gut zu wissen. Das heißt also, erstmal müssen wir nochmal die Waffenmodifikation von Barrett auspacken für sein Sturmgewehr. Und hier brauchen wir auf jeden Fall für ihn erstmal diesen Materia-Slot nach Möglichkeit. Wunderbar, den haben wir auch schon hier. Dann zusätzlicher Materia-Slot. Den brauchen wir. Dann, ach kommt, wir nehmen hier erstmal alle, weil mehr TP ist gut, physische Abwehr ist gut. Und magische Attacke ist auch völlig in bester Ordnung. Was haben wir hier? Schaden von normalen Angriffen plus 5%. Ja. Ich weiß nicht, ob Blocken eine aktive Fähigkeit ist, aber das klingt schon ganz vernünftig. Verlängerte Buffs ist erstmal uninteressant. Statusresistenz finde ich gut. Was haben wir hier? Schaden von normalen Angriffen plus 5. Achso, der kostet 8. Dann nehmen wir den Schaden von normalen Angriffen plus 5 mit. Und dann kann Barrett sein neues Sturmgewehr direkt doch mal ausrüsten. Barrett. Einmal bitte auf Sturmgewehr wechseln und alle Materia genauso übernehmen, wie du sie schon hattest. Ach Mensch, meine Charaktere sind auch alle wunderschön geheilt. Umso besser. So. Können wir nochmal kurz gucken, ob wir hier noch ein bisschen mehr finden, was wir kaputt klatschen könnten oder so. Nichts. Na gut. Aber bisher nicht viel Bewachung. Hey. Seht mal. Wenn so ein Blechklotz uns angreift, sehen wir vermutlich ziemlich alt aus. Solche Kampfroboter werden gegen riesige Bestien eingesetzt. Scheint das neueste Modell zu sein. Falls wir dem mal begegnen sollten, bleibt uns nur eins. Die Flucht. Ha. Zum Glück hält er noch seinen Mittagsschlaf. Nee. Da haben wir den... Ah, wie hieß er denn gleich? Irgendwas mit Buster heißt der. Also nicht Tankbuster, sondern irgendwas mit anderes mit Buster. Super Buster oder irgendwie sowas? Keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Auf jeden Fall, diese Maschine ist im Original der zweite Endboss. Ah, fuck, jetzt habe ich doch gespoilert. Dammit! Aber gut, ihr wisst ja selbst, wie ich... wenn ich den Namen schon kenne, dann ist es auch klar, dass das was eigentlich ist. Oh. Hallo! Ah, ihr seid doch voll gegen Eis und so, habe ich gehört. Na komm. Packen wir die Viecher erstmal kaputt. So, nein, Magie, Fertigkeit, genau. Analyse. Weil ich glaube, die Mono-Drives haben wir nämlich noch nicht analysiert. Ah ne, Wind. Die sind effektiv. Gegen den ist Wind effektiv. So, tschüss. Da unten ist schon der Reaktor. Perfekt. Nee, dass man sich hier immer auf diese Dinger stellen muss, um hier runter zu klettern. Oh, wait. Stück. Tut mir echt leid. Aber hier sind auch Kisten, die ich kaputt habe. So, nur kaputte Kisten sind gute Kisten. Aber die Dinger sehen auch echt akkurat aus wie ein Reaktor. Das finde ich herrlich.
Und da drüben sieht man schon wieder zwei hier Juggernauts. Dieser Geruch erweckt Erinnerungen. Das ist schön, dass dich dieser Geruch an irgendwas erinnert. Ich möchte nicht wissen, woran. Okay, da geht's nicht weiter. Da vorne sind nochmal ein paar Kisten, die kralle ich mir natürlich. Hack. Oh. Nee, geht noch nicht. So, die MG-Drohnen sind gar nicht so unsere Feinde. Oh, hier ist noch mehr. Ah, noch eine Drohne. Schön. Explosion! Feuerwerk! Wir bekommen glücklicherweise auch viele Äther, das lohnt sich. So, dann mal hier runter. Oh, das sieht geil aus da unten. Mit diesen Strömen. Das ist mir beim ersten Mal im Reaktor gar nicht aufgefallen. Dieses Rumgewabe. Vermutlich Mako. Ja, da sind sie. Wir haben sie ja schon auf Entfernung gesehen. Achtung! Oh, die Türsteher! Mit Laserverstärkung. Die Knöpfe ich mir vor! Ja. Erstmal hier ein bisschen Block. Und jetzt können wir einmal Blitzmagie machen. Und Allround-Haltung, weil jetzt können wir hier mal ein bisschen mit den Klingen wirbeln. Das war doof. Das hat irgendwie nicht so ganz geklappt. Und nochmal. Nee, nicht Mutangriff, Magie. Blitz! Wir könnten aber auch nochmal schauen, ob wir... Wir haben noch mehr Blitz hier. Der Auslöscher... Der geht auf den anderen Auslöscher. By the way, Barrett, wie wär's, wenn du einfach mal aufhörst, unsere Auslöscher, unsere Juggernauts zu attackieren? Und dafür dann mal lieber... Ups, das wollte ich gar nicht. Und dafür mal lieber, die Geschütze lahmlegst, weil die nerven nämlich um einiges mehr. Au, genau deswegen. So, jetzt habe ich endlich wieder die Offensivhaltung, Blitz, Laserkanone. Wenn Barrett das nicht macht, dann mache ich das halt. So. Irgendwer muss es ja tun. Da haben wir schon einen Fernkämpfer und der kümmert sich lieber um die Nahkampfziele. Danke, KI. Hier geht's nochmal runter. Ah ne, von da sind wir ja gekommen. Dann ist klar, dass wir hier runter müssen. So, gemütlich ist was anderes. Auch so wenig Wachen da? Nee, da gab's ein bisschen mehr zu tun. Das ist wahr. Ja. Es ist schon ein bisschen unheimlich, wie wenig hier gerade los ist. Eine Schutzweste. Okay, wer kann einen Schutzwesten tragen? Schauen wir mal. Cloud hat einen Kraftreif, das erhöht Verteidigung und DIT. Schutzweste erhöht physische Abwehr. Moment, gucken wir doch mal. Physische Abwehr 53, 50. Oh. Der Mondsichel-Talisman hatte auch noch irgendwas gemacht. Achso, verringert den Schaden, wenn, genau, wenn nicht gesteuert wird. Achso, wenn er hier eh nichts hat, dann kann er die Schutzweste tragen. Ganz einfaches Ding. So, und wir gehen nochmal, wir geben uns nochmal ein paar Gegenstände. Von den Tränken haben wir ja eine ganze Menge. Nee, nicht Supertrank, sondern ruhig die normalen Tränke. Kann ich die nicht einfach auf alle machen? Nee, leider nicht. So. Alle sind wieder voll. Wunderbar. Dann können wir hier weiter. Moment, sind wir hier... Wir sind von hier gekommen, ne? Nee.
Da geht's runter. So. Ey, endlich ging er mal ein bisschen schneller voran. Ich hatte mich schon gefragt, warum er immer so langsam unterwegs ist. Puh. Der nächste Makoreaktor. Na dann. Da vorne steht er. Alles klar? Oh. Tifa. Hm? Ja, die Rückblenden können auf den ersten Blick super verwirrend sein. Das Miese ist, ich kenne halt eben schon die ganze Story. Für mich ergeben sie alle Sinn. Und glaub mir, wenn du das Spiel weitergespielt hast und halt eben auch die weiteren Teile mitspielen wirst, dann sind die Rückblenden irgendwann sehr, sehr schlüssig und man versteht halt eben, was man hier eigentlich tut. Darum, kein Spoiler, ist nämlich ein riesengroßes Konstrukt, was dabei ist. Darum, nimm sie erstmal so hin und dann ist okay. Es klärt sich alles von alleine auf. Was ist mit dem Timer? Der hat nichts zu melden. Diesmal zündet das Baby ferngesteuert. Dafür hat Jesse gesorgt. Wir bringen uns in Sicherheit und dann klick. Kawum! In Sicherheit? Wo immer das ist. Wir nehmen den Weg, den wir gekommen sind. Zurück zum Haupteingang. Alles klar, das machen wir. Dann wollen wir mal. Kann ja nicht so schwer sein. Ich meine, wir haben ja jetzt eh recht viel Gegner. Oh. Hey, Moment! Warte! Das Timing ist zu perfekt. Also werden wir wirklich beobachtet? Die Antwort lautet wohl ja. Willkommen in unserem bescheidenen Heim, Ungeziefer. Euer Gastgeber ist niemand Geringeres als der Leiter der Sicherheitsbehörde und Generalmobilmacher. Der große Heidegger. Der Anführer Ihrer Armee. Fühlt euch geehrt. Eure perfiden Machenschaften werden nämlich gerade live in ganz Schwedenjahr übertragen. Was geht hier vor? Wir berichten live von Reaktor 5. Nach Analyse der Anschlagsdrohung vermutet der Shinra-Konzern, dass dieser Reaktor das Ziel sein wird. Die Täter wurden bereits lokalisiert. Man arbeitet fieberhaft an ihrer Festnahme und der Bombenentschärfung. Zu den betroffenen Gebieten. Live aus den Slums von Sektor 5. Als Reaktion auf die neueste Anschlagwarnung... Sind wir euch eigentlich völlig egal? ...des Shinra-Konzerns eine sofortige... Mach schon, der Scheiß! Mach schon! Nach dem verheerenden Anschlag auf Reaktor 1 reagierte die Bevölkerung mit großem Hass... Fass die Terroristen! ...auf die Täter und ihre Motive. Fass die Terroristen! Direktor Shinra verspricht, die Bürger vor allen Gefahren zu schützen und Ruhe und Ordnung wiederherzustellen. Also dann, die zu Recht aufgebrachten Bürger Midgards haben eine besonders unterhaltsame Vorstellung verdient. Mit einem spannenden Höhen. Der Blechklotz. Unser neuester Geniestreit ein fulminantes Waffensystem. Der Airmaster wird ein Exempel an der Stelle hier. Bericht des Wartungstrupps. Der Airmaster ist im Augenblick zu 60% bereit. Wir brauchen länger als erwartet. Wir sind auf Sendung. Befehl an das Sicherheitspersonal. Die Eindringlinge sind umgehend festzunehmen und zur Brücke zu führen. Sehr witzig. Oh, hallo ihr.
Hallo ihr, schön euch kennengelernt zu haben. Aber ihr wollt doch sicherlich mies auf die Klappe bekommen. So, Magie, Feuer, das ist nämlich gut gegen euch. Auf Kombatant Nummer, keine Ahnung, Name vergessen, B. So, und weiter, Magie auf, nehmen wir lieber den, der ein bisschen mehr Lebenspunkte hat. Hoppla, das hat mir jetzt aber leid getan. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich so aus den Latschen schlage damit. So, Schluss damit. Jetzt macht die Tür auf. Momentan läuft alles nach Shinras Plänen, was? Ja, die Mistkerle manipulieren die Nachrichten nach Lust und Laune. Nicht mehr lange. Ja, wir haben da auch noch ein Wörtchen mitzureden. Ein Exempel statuieren? Ha! Wir werden den Robo zerlegen! Ich wiederhole. Auf das Shinra sich in Grund und Boden schämt. Eindringlinge sofort ja. Festnehmen. Machen und wir. Zur Kommandobrücke abführen. Na gut. Ab geht's. Tappen wir absichtlich in deren Falle. Haben ja auch nichts anderes. Können ja auch nichts anderes. Die haben ja uns die wundervolle Leiter weggenommen, die uns in Sicherheit bringen sollen. Eindringlinge sofort festnehmen und zur Kommandobrücke abführen. Ah, hier ist der Lichtschalter. Liefert das umgehend ab! Der Stabschef wartet nicht gern! Fracht verladen! Ebene B8, Transport starten! Okay, sind bereit! Alarm! Festnehmen! Auch wollt ihr das ernsthaft? Hallo! Hey, wisst ihr was? Ich hab da voll die geile Idee! Das habe ich nämlich schon länger nicht mehr gemacht. Die stehen da gerade so schön. Hey, kennt ihr schon Feurer? Jetzt kennt ihr es. Schön zwei mit einem Streich. Oh, der hat jemand eine Stromflinte. Und da ist ein Materia gestiegen. Das ist gut. Wo ist er denn? Da ist der Elite-Soldat. War das alles? Seid ihr besiegt? Habt ihr keinen Bock mehr? Habt ihr euch schlafen gelegt? Seht mal! Ha? Was ist hier los? Sie befördern die Komponenten des Roboters über ein Liftsystem. Gut zu wissen. Dann lasst uns mal dazwischen funken. Die Fracht könnte zum Beispiel verschwinden. Wie willst du das anstellen? Mit dem Steuerpult des Lifts. Meinst du vielleicht das hier? Nicht abschießen. Junge, nichts zerschießen. Lass bloß die Finger davon. Du machst nur alles kaputt mit deinen Muckis. Lässt sich der Lift bedienen? Mit einer Schlüsselkarte. Sucht alles ab! Okay. Finden wir hier irgendwas? Irgendwas, was aussieht wie eine Schlüsselkarte? Schauen wir mal. Irgendwie nicht. Wie sieht's hier aus? Nee, nee. Hier in der Box? Nee. Hast du was gefunden? Ja, da oben wird's nicht sein, Barrett. Ich glaube nicht, dass die fliegen kann. Okay. Ich glaube, ich habe hier vorhin jemanden arbeiten sehen. Wo ist hier? Wo bist du denn gerade? Tifa, wo bist du? Ah, da. Da, ey. Wenigstens eine Person, die mal was bringt. Ja. Sauber. Dieser Heidegger wird sich noch umgucken. Oh yeah. So. Dieses Päckchen nehmen wir definitiv, bringen wir definitiv dem Airbuster nicht vorbei. Hier steht was von M-Einheit. Ist das eine Komponente von ihm? Ja. Eine Booster-Einheit, die mit Materialösung befüllt ist. Kannst du was drehen? Ich lenke den Lift zur Entsorgungsstation um. Okay. Wenn M-Einheiten entsorgt werden, können für den Airbuster vorgesehene Gegenstände erbeutet werden. Dies hat zwar keinen direkten Einfluss auf seine Kampffähigkeiten, aber auch den Gegenständen kannst du natürlich
deine Reserven auffrischen. Okay. MI-Night entsorgen? Ja. Die M-Einheit wird entsorgt. Die Shinra-Deppen werden ganz schön blöd aus der Wäsche gucken. Klappt ja prima. Okay, weiter geht's. So, ich würde ganz gerne diese Gegenstände behalten, wenn das möglich wäre. Aber okay, wir haben hier, glaube ich, noch ein bisschen was zu tun. Ist hier noch mehr? Oder war das nur dieser eine? Ah, okay, war wohl nur dieser eine. Das ist schade. Na dann, öffnet mal die Tür. Ich will wissen, was dahinter ist. Ein Gang! Ob die uns jetzt gerade wohl auch beobachten? Du hast Heidegger gehört. Live-Übertragung. Das können wir jetzt auch nicht mehr ändern. Grinst einfach nett in die Kameras. Okay, machen wir. Grinsen kann Cloud am besten, habe ich gehört. So, Freunde von uns. So, wo ist es? Da ist es. Hep. Maggi. Feuer. Laserdrone. Smack. Und. Gute Nacht. Das hat auch funktioniert, hey. So, wieder einer weniger. Die Frage. Wie komme ich denn hier jetzt lang? War das hier überhaupt der richtige Weg? Ah, doch, da geht's lang. Lauf hoch! Knöpfchen drücken. Sag mal, in welchem Mittelalter lebt ihr denn? Normalerweise gehen die Dinger doch von alleine auf. Transport von B7 initiiert! Zustand! Die Fracht aus B8 ist noch nicht hier! Und die Funkverbindung ist abgebrochen! Überprüft das! Hallo. Eindringlinge! Ergreift sie! Hier ist Ebene B7! Wir nehmen die Kampfhandlungen auf! Wir brauchen mehr Zeit! Haltet sie irgendwie auf! So, du gehst da mal schön weg, Kollege. Ihr endet eure Tour! Hier gibt es zwei Lifte samt Steuerpulten. Toll, dann können wir uns ja richtig austoben. Aber nur mit Schlüsselkarte. Das ist richtig, aber die Schlüsselkarte habe ich hier schon beim Rein... Ach nee, Blödsinn, das war die nicht. Aber die habe ich schon beim Reingehen gesehen. Ja, ja, wissen wir. Die hat hier vorhin so... Da ist sie. Die hat vorhin schon so gut aufgeleuchtet. Eine Karte? Eine, ja. Dann können wir also nur einen Lift umleiten, was? Oh, schwere Entscheidung. Überlasse ich dir, Cloud. So, was haben wir hier? Ach komm, nehmen wir die Granaten. Dieser Lift transportiert etwas, das sich Gigabombe nennt. Hieß früher mal großer Bomber. Eine verheerende Waffe. Mit anderen Worten, Munition. Wenn wir die vernichten, hat der Robo weniger Ladung. So, mit Entsorgung hat der Airbus dann weniger Munition für seinen verheerendsten Angriff zur Verfügung. Je mehr von den Gigabomben entsorgt werden, umso weniger Angriffe mit großem Schaden kann der Airbus dann durchführen. Überlege dir gut, welche Bestandteile du entsorgst. Gigabombe ist... beziehungsweise großer Bomber, war wirklich eine Attacke damals. Und ich weiß, dass die nicht toll war. Also gar nicht toll. Darum entfernen wir die. Die Gigabombe wird entsorgt. Hallo, Herr Renner. Schön, dass du da bist. Das wird den Heidegger ganz sicher nicht schmecken. Wo ist diese Entsorgungsstation eigentlich? Irgendwo hier im Reaktor. So viel steht fest. Echt? Und da landet das Zeug, das wir umleiten? Ist sicher ein stolzes Sümmchen wert. Gut möglich. Dann sacken wir es ein. Spricht nichts dagegen. Wir müssen die Station nur finden. Haben wir hier sonst noch irgendwo eine Karte? Das wäre spitze. Könnte man mehr von den Dingern umleiten. Aber nee, sieht nicht danach aus. Oh, doch, da drüben. Oh, das ist eine Materie, die hier liegt. Was haben wir denn hier Schönes? Gewitter, mal wieder.
Davon haben wir echt eine ganze Menge. Ich glaube, mit der können wir nicht mehr weiter was machen. Für den Lift wird eine Schlüsselkarte benötigt. Ja, genau. Schlüsselkarte. Weil wir aber leider keine Schlüsselkarte mehr haben, müssen wir hier wohl leider weiter. Eins, zwei. Hey Leute, hört mal alle her. Alles, was Shinra euch erzählt, ist gelogen. Marco ist der Lebenssaft des Planeten. Und Shinra schlürft einfach alles weg. Aus diesem Grund. Barrett, was ist denn in dich gefahren? Na, wenn die schon alles übertragen, sollten wir die Chance ergreifen. Glaubst du, die lassen den Ton laufen? Ja, das war ein naiver Gedanke. Weiter geht's. Wir müssen immer noch... Oh, hallo! Das ist mir egal, ich hab dich trotzdem kaputt. Kannst du so meckern, wie du möchtest. So, Maggi, Blitz auf eine der Laserkanonen. Und whip, das gleiche nochmal auf die zweite Laserkanone. So. Das gefällt mir richtig. Einfach mal hier drauf los hacken, 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 hacken. Was haben wir hier? Nichts. Das ist schade. Warum hier überall das Absperrband und so weiter rumliegt, verstehe ich überhaupt nicht. Wie sieht es denn eigentlich bei uns aus? Die Magiepunkte sind ziemlich... meh. Aber egal, das halten wir einfach mal so. Hier müsste eigentlich nochmal so ein Kontrollraum sein, wette ich mit euch. Alles verladen? Jawohl, Sir! Die Eindringlinge sind hier! Das ist richtig. Verdammt! Weitere Verzögerung können wir uns nicht leisten! Sorgt dafür, dass wir uns erstmal dich hier loswerden. Hack, hack. Ich match euch alle nieder. So, Gewitter heilen, haben alle eine Stufe ab. Das ist geil. Oh, das ist richtig geil, dass Heilen jetzt eine Stufe hoch hat. Weil, das bedeutet nämlich, wir haben Vitra. Und Vitra sollte eigentlich auf alle gehen. Hat das funktioniert? Keine Ahnung. Gut, dann suchen wir die nächste Schlüsselkarte. Keine Schlüsselkarte in Sicht. Hier muss doch eigentlich eine liegen. Irgendwo. Ah, hier. Na los. Immer dieser Moment, wenn das Spiel... Dummerweise gibt's aber drei Lifte. Ja, das stimmt. Die Qual der Wahl. Ich glaube, wir versuchen es weiterhin mit den Bomber. Big Bomber Shell. Der Lift ist für eine Gigabombe. Wie wir uns auch entscheiden. Shinra wird sich sicher grün und blau ärgern. Ja. Noch einmal die Gigabombe weg. Die Gigabombe wird entsorgt. Tolles Gefühl. So. Naja, viele Möglichkeiten haben wir hier nicht mehr. An die Sachen kommen wir nicht dran. Was natürlich sehr, sehr schade ist. Die Frage ist, wie hoch ist das denn hier eigentlich noch? Also wir sind jetzt gerade hier, oder? War das hier? Ja, genau. Wir sind hier. Das heißt, wir haben unseren fünften. Der geht relativ flott, glaube ich. Und dann sind wir auch schon da. Alles klar. Na denn, weiter geht's. Na dann wollen wir doch mal sehen, wer hier am Ende ein Exempel statuiert.
Bist ja blendend gelaunt. Na, ganz Midgar wird dabei zusehen, wie Shinra sich bis auf die Knochen blamiert. Die Spinner nehmen uns die Arbeit praktisch ab. Kommt jetzt etwa ein Freudentanz? Von mir aus gern. Darf ich bitten? Du bist auch eingeladen, Cloud. Danke, verzichte. Ja, das ist irgendwie nicht so ganz... Ich glaube, das ist nicht so geil, wie er sich das hier gerade vorstellt. Gegner? Keine Gegner? Nanu? Aber eine Kiste dafür. Das ist auch schon viel wert. Oh, Überschallfäuste. Noch eine neue... Schon wieder eine neue Waffe für Tifa. Jetzt bin ich mal gespannt. Überschallfäuste. 4! Aber 34 weniger physische Attacke. Das würde aber bedeuten, wir müssten einmal die Waffenmodifikation hier starten. 40 Punkte haben wir jetzt zur Auswahl. Könnt ihr mal gucken. Physische Attacke. Magische Attacke nicht. Schnelligkeit auf jeden Fall plus 5. Physische Attacke. Wir kümmern uns jetzt erstmal darum, dass die physische Attacke drauf ist. Hier gibt es keine. Hier gibt es aber eine physische. Nein. Nein. Da. Magische Schnelligkeit auch erhöhen. MP Maximum plus 6. Das ist gut. Zusatzschaden von elementarbasierter Materia. Ja, komm. MP erhöhen. Ja, dann geben wir den Rest hier drauf. Und gut ist. Und dann kann Tifa nämlich die Überschallfäuste tragen. Lillip. Ja, macht jetzt halt eben mehr magischen Schaden. Und Schnelligkeit ist erhöht. Das ist perfekt. Jetzt können wir ihr sogar noch eine Materia geben. Welche hat sie hier? Lass mal gucken. Heilen, Frost. Oh, ich weiß, was sie auf jeden Fall braucht. Sie braucht Gewitter. Wegen dem Airbuster. Es ist eine Maschine. Maschinen sind hier sehr oft anfällig gegen elektrische Stöße. Und dann schauen wir mal, wenn wir hier hochgehen. Dann sind wir dann schon da oder haben wir dann doch noch einen Weg? Ne, wir haben tatsächlich noch einen Punkt vor uns, scheinbar. Na gut, dann machen wir hier auch nochmal Tachilles. Ja. Wegen der Saboteure fehlen uns notwendige Teile. Er bitte umgehend Ersatz aus Ebene W5. Archer! Die Eindringlinge! Drängt sie zurück! Nee, wir machen das jetzt einfach. Wir hauen euch kaputt. Da kommt Donny, da haben wir ihn. Sollte man wieder anfangen, auch mal die Gegner anzuvisieren. So. Wunderbärchen. Einfacher geht's nicht. Da haben wir auch gleich die Schlüsselkarte. Was wird von hier verschickt? Es gibt insgesamt 4 Lifte. Wir brauchen mehr Schlüsselkarten. Naja, so viele haben wir leider nicht. Wir haben nur eine gefunden hier anscheinend. Und ich würde sagen, wir bleiben bei dem Bomber. Denn weniger krasser Schaden. Eine Gigabombe. Wirf weg, was den Hobo am meisten schwächt. So, noch mehr weg mit der Gigabombe. Die Gigabombe wird entsorgt. Herrlich. Das wird dem alten Heiliger ganz sicher nicht schmecken. Ob wir es jetzt leisten?
Also davon gehe ich aus, dass ihm das nicht schmecken wird. Jedenfalls getan, was wir konnten. Ganz genau, das haben wir. Und jetzt wird der Blechklotz auf den Schrottplatz verfrachtet. Na, hoffentlich. Wir sind fast draußen. Tifa, bist du bereit für die Sprengung? Jederzeit. Okay, machen wir mit dem Robo kurzen Prozess. Ja. Okay, ich werde... Ich muss mal gucken. Also wenn das hier das Ende ist... Nee, es geht hier glaube ich noch weiter hoch. Wird schon irgendwie klar. Wo? Ah, da. Ich habe mich gerade gewundert, warum greifen die hier in Waffen, wenn da noch gar kein Gegner zu finden sind. Aber hier sind Gegner. Oh, wir haben da noch einen. Und bevor wir hier gänzlich ablösen, dann werde ich mir auf jeden Fall nochmal die ein paar Sachen auf. Füllen. Oh. Was ist hier? Achso. Wieder einmal. Oh, wahrscheinlich wieder so ein Kontrollraum. Ah, geht eigentlich. Sehr schön. Direkt über dem Reaktor. Ach, das. Hier sind wir ja reingekommen. Perfekt. Moment. Ne, hier ist nichts. Dann gucken wir mal. Ich hoffe, dass hier nicht gleich jetzt zeigt sich, ob unsere Aktion der richtige Spaß losgeht. Blechklotz, wir kommen. Okay. Alles ist gut. Wo sind wir? Wir sind am vierten Obergeschoss. Alles klar. Bevor wir in den Kampf gehen, mache ich mir nochmal eine kleine Pause. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann!